Mein ehemaliger Geschäftspartner, der Damir Weyabi, hat 16 Kilo von irgendetwas im Auto drinnen gehabt. Und nachher bei der Zurückfahrt hat seine Frau, Fabienne Bräum, telefoniert, ob alles in Ordnung ist. Und er sagt, der Damir sagt, in 10 Minuten sind wir in der Grenze und dann sind wir ganz schnell daheim. Und das ist da an der Grenze nicht so gut gegangen. Sie haben kontrolliert. Und da ist halt etwas vorgekommen, das nicht ganz koscher war. Und nachher hat er also tatsächlich 8 Jahre bekommen. Und der Waffenhandel ist noch dazugekommen. Also meine Botschaft an euch ist, macht keine schnellen Geschäfte, die meistens nicht illegal sind. Weil die Polizei lässt Nadel ab. Und wenn er natürlich da die Frau telefoniert, ob alles in der Ordnung sei, er sei 10 Minuten an der Grenze, dann haben sie genügend Zeit, sich vorzubereiten und das ganze Auto kontrollieren. Und dann kommt das schnell vor mit den Hunden. Die schmecken das.